Moin und herzlich willkommen. In Zeiten, bevor man Torten mit Rollfondant eingedeckt hat, hat man Torten mit Marzipan eingedeckt. Machen heute nicht mehr so viele. Es gibt auch viele, die sagen, das schmeckt mir nicht. Aber zum Beispiel auch, um eine Torte mit Kuvertüre zu überziehen, sollte man es schon mal gemacht haben. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Sugar G. Alles, was ihr zum Eindecken einer Torte braucht, ist logischerweise eine Torte, die eingestrichen ist, also entweder mit Sahne, das funktioniert halt auch bei Marzipan sehr gut, oder Buttercreme. Ich brauche Marzipan, ein kleines Messer, einen Ausrollstab und ich brauche Puderzucker und logischerweise irgendeine Arbeitsunterlage. Beim Marzipan, beim Modellieren haben wir ein 1:1 benutzt. Hier brauchen wir ein 2:1, sprich also auch keine Rohmasse, sondern ich habe zwei Teile Marzipan, ein Teil Puderzucker. Wer es selber machen will, ich habe jetzt hier 600 Gramm für so eine kleine Torte, das könnte ein bisschen zu viel sein, aber so als Maß 400 Gramm Marzipan, Rohmasse, 200 Gramm Puderzucker, das Ganze gut verkneten. Also er muss so ein bisschen geschmeidiger sein, damit ich ihn einfach gut nachher über die Torte rüberbringen kann. Wichtig ist, das Ganze immer luftig zu halten, auch damit das Marzipan nicht austrocknet. Und ein Vorteil beim Marzipan ist, ich brauche ihn jetzt nicht weich zu kneten. Er ist relativ weich, also nicht so wie bei Fondant, wo ich jetzt wirklich erstmal kneten muss. Wichtig ist, bei Marzipan nur Puderzucker verwenden, also keine Stärke. Also erstmal laut Lebensmittelgesetz darf da auch gar keine Stärke ran. Aber was auch passieren kann, wenn es ganz unglücklich läuft, das Ganze reagiert und es wird halt gierig. Sprich, es schmeckt plötzlich nach Alkohol, obwohl gar kein Alkohol drin ist. Ich gebe eine kleine Menge Puderzucker auf meine Arbeitsfläche und ab jetzt ist es wirklich fast so ähnlich wie mit Fondant zu arbeiten. Bisschen oben drauf noch geben. Und jetzt anfangen auszurollen. Und auch hier immer wieder den Marzipan hochnehmen, drehen. Logischerweise ist er ein bisschen klebriger als der Fondant. Von daher ist es auch wichtiger zu gucken, dass er nicht an der Arbeitsunterlage festklebt. Wir haben eine runde Torte, von daher sollte das Ganze auch relativ rund ausgerollt werden und dafür immer drehen. Ihr seht auch hier, drehe ich nicht die Seiten, sondern meine Oberseite bleibt immer meine Oberseite. Das Ganze relativ dünn auch ausrollen, weil das Problem ist, der Marzipan ist nicht so elastisch wie Fondant. Also wenn er relativ dick ist, dann habe ich so eine Platte, die ich probieren muss, um die Torte rumzubringen. Und das wird relativ schwierig. Also bei Fondant ist das Maß ja so 2 bis 3 mm. Hier würde ich eher so auf 1 bis 2 mm gehen. Also wenn ihr so ein bisschen die Farbe von der Unterlage durchscheinen seht, dann ist das eigentlich gut. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen dunkler. Das heißt, meine Unterlage wird sichtbar. Und ihr seht schon, eigentlich könnte ich fast eine 26er damit ausrollen, 5 cm hoch. Dafür würde auch diese Menge von 600 Gramm lang. Ich nehme das Ganze vorsichtig hoch. Passt auf, weil der Marzipan reißt schneller als ein Fondant. Ich nehme mir meine Torte und ich lege den Marzipan über die Torte rüber. Auch hier einmal drüber streichen, oben glätten und jetzt nicht so schnell ziehen. Also das, was ich beim Fondant mache, dass ich ihn wegziehe, müsst ihr jetzt noch ein bisschen gefühlvoller machen. Und was halt das Problem beim Marzipan ist, gerade so oben an Kanten, wenn die Torte etwas fester ist, da reißt er. Marzipan ist poröser, hat nicht so eine gleichmäßige Struktur. Allerdings habe ich den Vorteil, dass ich es hier immer wieder zusammenschieben kann. Also gerade so für Anfänger ist es deutlich einfacher, mit Fondant zu arbeiten. Um einfach erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was muss ich machen beim Eindecken.
Und auch hier habe ich jetzt meinen typischen Schluss. Auch hier gehe ich erstmal in die Mitte, mache mir diese Falten kleiner, ziehe die vorsichtig weg. Sugar und dann hier oben die Risse einfach wieder ein bisschen zusammenschieben. Da ist Marzipan angenehmer als Fondant. Bei Fondant würde ich jetzt immer ganz deutlich sehen, wo das ist. Und hier kann ich wirklich mit den Händen rübergehen und solche Stellen schön überarbeiten, damit das Ganze gleichmäßiger wird. Zum Schluss mit dem Messer einmal unten am Rand langfahren. Also wer das Video von mir kennt, wenn ich Fondant eindecke, schiebe ich immer gegen. Das mache ich bei Marzipan nicht, sondern einfach nur mit dem Messer unten langfahren. Einmal das Marzipan aufschneiden. Wegziehen. Man könnte das Ganze jetzt glätten oder aber so lassen, noch ein bisschen an den Feinheiten arbeiten, aber da wirklich lieber mit den Händen arbeiten als mit so einem Glätter. Ja, das Problem vom Marzipan als Überzugsmasse ist definitiv, denke ich, zu sehen. Und zwar, ich habe immer wieder so kleine Löcher hier an den Seiten oder hier oben an den Kanten. Da wird das Ganze einfach porös und es sieht immer so aus, als wenn es gleich irgendwie aufplatzen würde. Richtig beheben kann man es nicht, einfach weil das Material in sich diese Grobkörnigkeit hat. Ich habe halt den Zucker und die Mandeln und es ist keine ganz homogene Masse. Allerdings, was man damit hervorragend machen kann, man kann es nochmal überziehen. Sprich als Grundlage verwenden für eine Kuvertüre oder Ganache, weil die richtig schön runterläuft. Oder aber ich kann es auch mit Fondant eindecken. Marzipangeschmack und Fondant, das ist eigentlich so die ganz klassische Variante, wie man früher Hochzeitstorten eingedeckt hat. Wenn ihr unbedingt eine Sahnetorte mit Marzipan eindecken wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, macht eine Kuppeltorte, also so eine Halbkugel, weil da fällt das Marzipan wirklich fast von alleine rüber. Wer jetzt aber auf den Marzipangeschmack bei einer Hochzeitstorte zum Beispiel nicht verzichten möchte und das mit einem Doppelteindecken auch nicht so das richtig Wahre ist, ihr könnt Marzipan auch mit Fondant vermischen. Also mindestens ein Drittel Fondant dazugeben, dann habt ihr die Optik vom Fondant. Ihr könnt das mit einem Glätter auch glatt streichen, aber ihr habt den Marzipangeschmack und es ist viel einfacher zum Eindecken. Ihr merkt, Marzipan eindecken ist nicht so ganz einfach. Vielleicht habe ich euch jetzt genug Tipps gegeben, dass ihr es einfach wisst, wie es richtig funktioniert. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze auszuprobieren. Tschüss!